Heute schenke ich einer Freundin OP-Pads im Klicker-Simulator. Eine gute Sache übrigens, damit die direkt zum Anfang, ne? Du musst nicht unten in der Mitte klicken, du kannst überall auf den Bildschirm klicken. Ey. Außerdem eine Sache, kannst du mal kurz, warte, nee. Genau. Kannst du kurz links auf Trade gehen und gucken, wie viele, ja, Ex du insgesamt öffnen musst, um zu traden? Ich glaube, das waren 50, bin mir aber nicht sicher. 50 und okay, 50. Mal. Das heißt, du musst 50 Ex hatchen, bevor ich die OP-Pads geben kann. Okay. Was muss ich, damit ich Ex hatche? Du musst einfach Klicks zusammensammeln. Du kannst hier zum Beispiel für 250 Klicks kannst du hier ein Eck öffnen. Ansonsten kannst du noch rebirthen. Da gibt es ja links den Button neben dem Trade, den Rebirth-Button. Da kannst du halt rebirthen. Und Rebirthing verdoppelt halt deine Klicks. Also ein Rebirth gleich ein Klick mehr sozusagen. Und 10 Gems kriegst du dazu. Und Gems, mit Gems kannst du dir halt neue Pets kaufen. Zum Beispiel bei einem Rebirth-Shop kannst du hier hinten dir erstmal Pets kaufen und weitere Rebirth-Buttons kaufen, damit du mehr rebirthen kannst. Damit du schneller mehr Multiplikatoren bekommen kannst zum Beispiel. Und ansonsten kannst du in den späteren Regionen auch noch mit Gems was andere Sachen kaufen. Das war es eigentlich nur. Das Einzige, was du jetzt machen möchtest, ist halt wirklich jetzt Rebirth sammeln und später vielleicht sogar Double Jumps sammeln. Beziehungsweise okay. Double Jumps halt kaufen, ne? Und zuerst, glaube ich, eigentlich Rebirth sammeln, dann das Egg öffnen und ja, dann weiter Rebirth sammeln und dann weiter Eggs öffnen. Also, wenn ich beim einfachen Ei, dann sind da unten drei Buchstaben. Klicke ich einfach irgendeins davon? Du klickst auf E, drückst einfach E auf deine Tastatur, das passt schon. Ein Häschen. Aber das ist nicht gut sogar? Oh, das ist sogar gut. Das ist das zweitbeste aus dem Egg. Ja, das ist das zweitbeste aus dem Egg. 25%? So, warte, jetzt gehst du zu dem Pets-Icon, links und equipst es mal kurz. Haustier. Perfekt. Ah, jetzt sieht man's. Und der Horst ist tatsächlich sogar ziemlich gut. Also hast du sogar ziemlich gut Glück, den zu bekommen, ne? Jetzt musst du ein bisschen weitermachen, bis du 50 Ex öffnest. Yay. Ich habe meine Erfolge gerade schon eingelöst. Die haben mir so ein bisschen Bonus gegeben. Ja, stimmt. Erfolge gibt es ja auch, hier, wie ist noch? Wenn du, glaube ich, hochspringst in weitere Inseln, dann auch sogar die Rebirth-Pads aus den Inseln kaufst, kannst du sogar auch gut Coins und Rebirths dadurch bekommen, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Kann aber auch sein, dass es erst in eine spätere Region dazukommt. Bin mir aber ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht sicher. Also ich bin gerade irgendwo hochgesprungen. Hier sind Portale zu anderen Welten. Ja, hier steht aber überall, schalte die vorherige Zone frei, also. Ja, hier unten ist die erste Zone. Die kannst du auch ins Prinzip halt hochspringen mit einem Double Jump. Der kostet, glaube ich, 2500, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Der erste, ne, 150k? Der kostet ja voll viel. Ja, der ist richtig teuer. Aber ich kann einmal doppelt springen. Achso, du brauchst aber, glaube ich, zwei, oder? Ich meine, theoretisch können wir es auch probieren. Hier, komm mal kurz zu mir. Von hier aus ist, glaube ich, ein guter Punkt, um mal zu starten. Du springst aber hier die ganze Zeit hoch. Ich weiß aber nicht, ob das so möglich ist, mit einem Double Jump hier hochzukommen. Komm hoch! Warte. Let's go! Du brauchst aber halt auch nicht so weit zu starten. Nein. Ehrlich gesagt. Was ist da passiert? Ich bin auf der Kiste gelandet. Okay. Okay, ja. Der nächste Sprung sollte hier sein, das ist easy und dann auf dem Baum. Was machst du? Das Ding ist, du sagst mir, dass ich da hoch soll. Ich bin eine Person. Ich bin, was Movement-Sachen angeht in Games. Ich bin eine Person, das war deep. Okay, ja, kurz auf den Baum. Achso, auf den Baum. Okay, ich dachte, ich schaff das so. Warte. Ich weiß nicht, ob du es so schaffst, aber safety first. Let's go! Nein! Ich hoffe, du klickst nebenbei richtig schön, hä? Natürlich. Oh, Multitasking. Wo bist du? Ach, du bist auf dem Baum, Leute. Okay, warte, jetzt da drauf, oder? Perfekt. Kurz auf den Baum hier zu safety first. Oben. Das ist ein Hammer-Tipp. Steht aber, wenn du wirklich einfach nur geh weiter nach oben. Das steht wirklich gerne weiter nach oben. Oh, wow, ein Hammer-Tipp. Also versuchen wir mal hier hin. Geht das? Es geht sogar. Nice. Lass mal hier. Hinter dir. Das war richtig knapp. Das war so, warte. Richtig knapp. Von wo aus? Vielleicht dorthin? Ja, das kriegst du sogar easy hin. Nach da oben? Ja, zu mir. Perfekt. Kurz hier hoch. Das kriegst du auch easy hin. Perfekt. Machen wir nochmal diesen Jump. Das sollte auch easy gehen. Das geht sogar direkt von Baum zu Baum. Genau. Ja. Kurz auf den Baum. Kurz hier auf Wolke. Oh, das wird schwierig jetzt. Oh, warte. Nee, lass mich nachschauen. Ich glaube, das wird jetzt schwierig. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich mit einem Jump nur. Nee, oder? Ich glaube, das ist nicht mehr möglich mit einem Jump. Warte, ich gehe mal kurz auf die Wolke hier. Vielleicht kommt sie irgendwo hin. Nee. Warte, vielleicht hier. Hierhin kommt man ja hin. So, vielleicht muss man dorthin. Nee, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr weiter. Ich komme nicht mehr weiter hoch. Ah, okay, du kommst hier hoch. Okay, warte. Wieder auf den Baum. Ich hab falschen Weg gemacht. Ich habe einen schlechten Weg gemacht. Komm zurück auf den Baum hier. Perfekt. Dann kannst du von hier aus ganz knapp hier hochspringen. Nein! Ach, egal. Wie viele Kicks hast du mittlerweile? 3669. Öffne mal das 2500-Egg. Das hier. Das Erden-Egg. Wieder mit E, ne? Mhm. Ein Bärchen. 25. Aber halt diesmal leider. Es gibt ein Ei für 325. Für 325 Millionen? Nee, das ist Quadrillion. Ach so, ja, weil auf dem blauen Egg in der Mitte, da steht irgendwie ein M dahinter. Das ja, das M steht für die Million Visits, die das Spiel hat. Ah. So, aber. Hast du das Pet equipped? Du hast das Pet nicht equipped. Jetzt. Perfekt. Also, du hast einen Bären bekommen. Wie gut ist der Bär eigentlich? Ach, verdammt, das Häufigste. Ja, Alter. Aber ich krieg jetzt mehr Klicks, oder? Gehst du noch nebenbei auch noch auf Rebirths? Weil sobald du, ich glaube, 500 Rebirths hast, kriegst du ein richtiges OP-Pad aus dem Rebirth-Shop. Das kannst du dir dann direkt kaufen. Nee, 400 so. Waren es. 400 Gems waren es. Das heißt, du brauchst 40 Rebirths dafür. So. Ah, die Wiedergeborene. Mhm. Ja gut, jetzt mache ich gerade 216 Klicks diese Sekunde. Und auch Pettys Geschenk. Oh, du hast ein Geschenk bekommen. Was hast du bekommen? Gems oder Klicks? 11.000
Klicks. Ah, schade. Wenn es Gems gewesen wäre, wäre es mega nice gewesen. Gems sage ich schon. Rebirth gewesen, dann wäre es mega nice. Weil da hättest du wahrscheinlich sogar direkt den Rebirth-Shop kaufen können. Aber du hast ja 11.000 jetzt bekommen. Öffne mal viermal oder dreimal, je nachdem, dieses Eck hier einfach weiter. Ja, gib mir 2 Sekunden. Ich klicke nochmal, weil ich habe davon gerade wieder Rebirths. Warte. Ich habe gleich wieder die 11.000. Ja. Ach so, okay, okay. Wenn es so easy ist, dann vergiss es. Wollte gerade sagen. Also soll ich das jetzt öffnen oder nicht? Ja, ja, ja. Ein oder zweimal. Ich würde sogar sagen zweimal, damit du erstmal den Bunny auch noch austauschen kannst. Hier ein Fuchs. Selten. Selten. Warte, warte. Ich glaube, das ist der zweithäufigste. Zweitseltenste, meine ich. Und ein Eisbär wieder selten. Okay, der Eisbär, der zweitseltenste. Den zweit- und den drittseltensten habe ich jetzt. Sehr nice. Dann musst du ihn noch equippen und dann sollst du schon eigentlich viel einfacheres Leben haben. Dann kannst du, glaube ich, easy auch die Rebirths zusammensammeln für das, für den Earth Elemental Dog. 400 Gems kostet. Also für das Rebirths. Okay, ich habe jetzt 90. 140. Ah, Belohnung kann ich noch einlösen. Oh, let's go. Kriegst du dadurch Gems oder Klicks? Gems wäre perfekt. Unterschiedlich. Also ich habe gerade für eine Sache habe ich Gems bekommen gehabt, aber für eine Sache hatte ich auch Klicks dann so 10 Bier. Ja, ja, ist manchmal so, manchmal so. So 240 Gems habe ich jetzt. 290, 340. Noch 6 Rebirths. 440. 440, okay, let's go. Dann kommst du erstmal hierher, in diesen Shop rein und dann sollst du, glaube ich, sogar bei der ersten Seite direkt sein. Dann kaufst du einfach einmal den Earth Elemental Dog. Den habe ich jetzt, das heißt, ich entrüste jetzt sozusagen den Schwächsten. Den brauchst du nicht mal, du kannst einfach nur auf Equip Best drücken, unten rechts, das geht sogar. Das erleichtert dein Leben sehr. So, jetzt hast du erstmal den Earth Elemental Dog. Der ist sehr stark für den Anfang. Ja. jeder Klick sind 3,1k. Das ist schon nice. So, soll ich jetzt wieder Rebirth oder soll ich was kaufen? Also Egg. Wie viel Geld hast du? Weil ich glaube, du kannst easy die 150k zusammensammeln, oder? 423k ja. habe ich jetzt. Ja, okay, kauf dir den ersten Double Jump. So, okay, warte, wie viel kostet der zweite? 12 Millionen. Okay, das ist schon ein bisschen mehr. So, warte, dann springst du einfach hier ein bisschen nach oben. Mit 2 Double Jumps sollst du es easy hinbekommen, glaube ich. Einfach in die Luft. Moin. Moin. Ich muss halt immer nur zwischendurch mal wieder dran denken, meine linke Maustaste zu drücken. Achso, das meinst du. Dazu Rebirth. Achso, Rebirthen kann ich auch. So. Sobald du genug Gems hast, kannst du erstmal den nächsten Rebirth-Button kaufen. Beziehungsweise eigentlich auch den ersten kaufen, der dir sehr weit helfen wird. Und du bist ja jetzt sehr, sehr okay, dadurch, dass du diese Pets hast. Du kannst nicht so viele Rebirths sammeln, wie du überhaupt sammeln kannst. Da wird der nächste Rebirth-Button dir sehr helfen. Wie mache ich das denn? Wo kaufe ich den? Unten beim Rebirth-Shop kannst du wieder kaufen, ne? Aber erstmal zur nächsten Region. Denn dort kriegst du auch eine Rebirth-Kiste. Das heißt, du kriegst gratis Rebirths auch durch die Kiste. Okay. Warte, mir fällt gerade auf. Warte, hast du dir schon das Gratisrad abgeholt? Nein. Wo bist du hingeflogen? Ich hab's nicht geschafft und dann dachte ich so, ja, jetzt meintest du Gratisrad, das wird wahrscheinlich unten sein, dann lasse ich mich einfach runterfallen. Nein. Oben links beim Shop bei dem Menü, da steht ja Shop. Dann kannst du bei der linken Seite nach unten auf Spins gehen und dann kannst du dir erstmal dort einen gratis Booster, das habe ich voll vergessen. 10 Minuten 15% Autoklick. Warte, du hast 10 Minuten Doppelklicks bekommen? Autoklick. Autoklick. Okay, warte. Du siehst ja unten die Buttons. Bei Fast Autoklick, da klickst du jetzt drauf. Auf diesen Button. Auf den roten Button. Ja, eben. Okay, das ist stark. Das kann sich sehen lassen. Ja, ich mache gerade 58k jede Sekunde. Ich glaube, ehrlich gesagt, du brauchst nicht mal die hoch zu jumpen. Warte, komm mal kurz wieder runter. Komm mal kurz runter zu den Portalen, zu den unteren Portalen. Ja. So, du siehst jetzt hier dieses Portal. Wie viel kostet das? Sehr wenig. Dann kaufst du dir direkt. Denn hier gibt es erstmal die erste Rebirth-Kiste. Wo bist du? Okay, jetzt. Ah, da bist du, moin. Gibst erstmal die erste Rebirth-Kiste. Dann läufst du erstmal kurz in den Kreis und gönnst sie dir erstmal. Okay, 10 Minuten dauert das. Wie viele Gems hast du jetzt? 1,26k. Ich glaube, das reicht aus. Ich bin mir nicht sicher. Aber du kannst dir mindestens einen zweiten Elemental Dog kaufen. Einen Earth Elemental Dog. Den geh mal kurz zum Rebirth-Shop und versuch dir mal. 400. Ach, du kannst dir sogar den neuen. Du kannst dir beide kaufen. Du kannst dir erstmal den neuen Rebirth-Button kaufen und den Earth Elemental Dog. So, also den Earth Elemental habe ich gerade. Perfekt. Und jetzt kannst du sogar bessere Rebirths machen, mit denen du mehr Gems bekommst. Nice. Ich glaube, du kannst sogar easy auf dieses 1,5 Millionen Eck sparen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Du kriegst ja 83k pro Sekunde, ne? Ich habe schon 15 Millionen gerade. Was? Warte, was? Victor, ich mache 218k die Sekunde. Was? Okay. Jetzt habe ich 20 Millionen. Wenn ich mir vorstelle, dann kauft ihr mir diesen hier, dieses Eck hier einmal und guckt, wie gut das Pet ist und ob sich das weiter lohnt. Oder ob der Earth Elemental Dog besser ist. Sonnenkätzchen. Okay, warte, schau mal gut, wie gut ist sie? Ist sie besser als der Earth Elemental Dog? Nein. Nicht. Aber dafür ist er immerhin besser als der Polarbär. Da wirkt mir der Polarbär. Da wirkt die Kreatur. Sollte besser sein. So, aber schau mal in die nächste Area. Schau mal hier in die Ice Area. Ob dort vielleicht das Portal kaufbar ist. Oh, es ist perfekt. So, hier gibt es erstmal die nächste Area. Hier kannst du dann erstmal eine weitere Klickskiste hier oben abholen, wenn du Klicks bräuchtest. Also, wenn du willst, kannst du die erstmal abholen. Ich glaube, du willst sowieso erstmal auf Rebirths gehen, oder? Ja, ich habe jetzt eine Zeit lang nicht. Ja, eben, weil hier gibt es beim Shop ja nochmal. Ich glaube, zwei Pizza-Sachen. 1 für 1,2k.
20k-Gems und eins für 27k-Gems, so wie ein Rework-Button für 2,5k-Gems. Die kannst du dir erstmal dort gleich kaufen. Das heißt, sobald du eigentlich, ja, sagen wir jetzt, haben wir zuerst 2,5k-Gems zusammen für den nächsten Rebirth-Button, dann kannst du auch die 1000 Gems, meine ich, zusammen, easy, einfacher zusammensammeln. Also, ich habe jetzt schon 346 Wiedergeburten gemacht. Oh, was? Warte, wie viele Gems hast du? 3k. Okay, das ist gut. Also, komm mal hier kurz zur Ice Island und hol dir erstmal den nächsten Rebirth-Button. Damit kannst du dann auch nochmal, ich glaube, das fünffache Rebirthen. Tatsache, das fünffache. Also, fünfmal so viel Rebirthen. Wieder vor. Das kostet 2,5k und sollte auch easy sein. Ja. Perfekt. Ich kann mir das Donnerkätzchen kaufen, das bessere Tierchen. Kannst du auch noch dazu kaufen? Ach nee. Dann let's go. Nein, nee, doch nicht. Ich habe nicht mehr genug. Ich habe. Achso, ich dachte gerade schon. Leider. Aber easy. Jetzt kann ich. Ich habe Belohnung abgeholt. Ja, eben. Das wird easy sein. Also, ich glaube, du kriegst sogar extra Gems bzw. Rebirths, wenn du nochmal das kaufst. Kann das sein? Also für ein Achievement. Ja. So. Perfekt, Digga. Dann gönn sie dir direkt. Ich mache 1 Million die Sekunde. Was? Ich? Ja. Okay. Ich habe jetzt schon wieder 44 Millionen. Okay, das wild. Weil dann sammelt ihr noch ganz schnell noch die letzten Pets zusammen. Das heißt nochmal eine weitere Winged Thunder Kitty und noch die beiden Force Pegasus, wenn es geht. Warte, wie viel kriegst du pro Rebirth, wie viele Gems? 10 pro Wiedergeburt, pro Rebirth. Das heißt, wenn ich 50 Rebirths mache, habe ich jetzt gerade 4k Gems. Warte, hast du nicht den 250er Rebirth gekauft? Doch, aber dafür hatte ich gerade noch nicht genug Klicks. Ah. Also ich habe den schon ein oder zweimal gemacht gehabt, nur jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade geklickt habe, hatte ich. Echt? So schwer ist der? Ich dachte, der wäre voll einfach. 27k Gems kostet der Pegasus. Nee, ich meine jetzt der 250 Rebirths, meine ich, der wird einfach sein. Aber Tatsache, für 27k ist ziemlich viel. Ich meine, wie viele Rebirths sind das? Das sind 11, glaube ich, ne? 11 250er. Ja, also ich habe jetzt gerade 5k Gems. Den 250er wieder Rebirth-Button, den habe ich schon freigeschaltet, also den benutze ich auch. Mhm. Ich öffne mal ein Ei. Ja, viel Erfolg. Da gibt es sogar das erste Legendary, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Okay, ich habe einen Hirsch bekommen, aber der ist gewöhnt. Der wird wahrscheinlich aber tot. Obwohl, ne, ich glaube, der wird nicht besser sein. Kannst du ja mal nachschauen. Oh mein Gott, episch. Gefrorener Steingolem. Okay, der ist gut. Der war, glaube ich, wirklich gut. Der ist besser als die Donnerkätzchen. Was? Der hat 150. Okay, oh. Okay, das ist wild. Das ist wild. Jetzt mache ich 5 Millionen die Sekunde. 5 Millionen die Sekunde. Ich glaube, du kannst sogar die nächste Area kaufen, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Mit 5 Millionen pro Sekunde kannst du, glaube ich, wirklich easy die nächste Area kaufen. Weil die nächste Area, die Vulkaninsel, die wird dir sehr weit helfen, sehr viel helfen. So, kannst du die kaufen? Nee, die kostet 1,8 Billionen. Was sind das für Preise? Das ist die dritte Welt. Das ist die dritte Insel. Die Inflation. Das ist einfach wirklich Inflation. Was ist da passiert? Einfach 1,8 Milliarden. Dritte Region, Digga. Ja, die haben Bock. Ja, die haben wirklich Bock. So, ich werde einfach weiter... Okay, ich klicke auch mal nebenbei parallel noch normal weiter. Aber nebenbei rebirthen und bis du halt genug Geld hast. Ich glaube, das wird der Way to go sein fürs Erste. Denn sobald du in der nächsten Area bist, kriegst du den regulären Autoklicker. Ist nicht so schlimm wie der Fast Autoklicker. Ist schlimm, sag ich schon. So schnell wieder auf Fast Autoklicker. Aber der ist schon ziemlich gut. Echt ziemlich gut. Nehmen wir, ja. Das ist aber dann auch echt genug Training für meinen Zeigefinger dann. Du kriegst aber echt gut Klicks. Ja, ich sehe es gerade. 20 Millionen pro Klick fast, ne? Oder sogar mehr, glaube ich. Ja, also pro 20 Sekunde. Millionen circa. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Sogar 22 Millionen sehe ich gerade. Also ich habe jetzt noch ungefähr 1 Minute diesen Auto, den Stellenautoklicker. Mhm. Wie viel hatte nochmal das andere Pad gekostet? Der Pegasus? 27k. Ich könnte ihn mir kaufen. Attacke. Ich habe nämlich jetzt 40k. Attacke, let's go. Ah, du hast 40k? Zufälliges Geschenk. 602 Rebirths. Okay, das ist nice. Das ist nice. So. Fast ein halber Taui. Yes. Eigentlich sogar mehr als ein Auto, bin ich dumm. Sehr wild. Ist das schon mal ein Force-Pegasus? Wie gut ist der? 532. Dreimal so gut wie der Force-Golem, oder? Ja. Okay. Du kriegst aber schon sehr, sehr gute Klicks mittlerweile. Lässt sich sehen. Definitiv. Und der Autoklicker ist jetzt abgelaufen. Ah, das ist mies. Wie viel kriegst du jetzt pro Sekunde? 34 Millionen. Also zwischen 29 Millionen und 34 Millionen springt da mal so ein kleines bisschen rum. Na, weißt du was? Ich glaube, du solltest während des Rebirthing noch ein bisschen exhatchen. Weil vielleicht kriegst du tatsächlich sogar den Legendary. Und der Legendary hier ist, glaube ich, sehr, sehr stark, ne? So, mach einfach, übrigens, du kannst auch Auto-Deleten. Das heißt, die Pets, wenn du die hatchst, werden automatisch gelöscht. Du musst einfach nur auf die Icons auf denen draufklicken. Und dann werden die automatisch gelöscht. Victor. Ja? Hast du Legendary? Ich habe den Frostdrachen bekommen. 7,2% mit den drei Fragezeichen. Aus dem zweiten Hatch, oder was? Ja. Was? 542. Okay, das ist stark. Aus dem zweiten Hatch. Mashallah. Hatch mal noch ein paar weitere. Vielleicht kannst du sogar gleich den Epic oder so. Du kannst übrigens mit T, das heißt, du musst nicht die ganze Zeit E drücken. Du kannst mit T einfach Auto hatchen. Vielleicht kriegst du ja gleich sogar irgendeinen, vielleicht einen weiteren Legendary oder vielleicht drei weitere Legendaries. Du kannst sogar den einen Legendary shiny machen. Wo du ja, glaube ich, mal 2,5 Stärke bekommst. Ich bin mir aber da nicht sicher. Episch Pinguin. Oh, nice. Das heißt, du kannst, glaube ich, sogar den Golem unequippen. Kann das sein? Noch ein Frostdrache. Was? Wieso hast du so viel Glück? Ich glaube, als ich versucht habe, alle Pets hier zu hatchen, habe ich, glaube ich, irgendwie 10, 20 Eggs oder so gebraucht. Für
einen Frostdrachen, wenn nicht sogar mehr. Das Ding ist auch, ich habe noch nicht mal den bekommen, der am gewöhnlichsten ist. Also mir fehlt immer noch einer der gewöhnlichen. Oh, jetzt hab ich warte. Ihn, glaube ich. Ah, jetzt hast du den Hund? Ja, jetzt habe ich alle. Ja, ja. Wild. Hast du schon mal die gesamte Collection, hast du jetzt durch. Wild. So, warte. Erstmal am besten ausrüsten. Okay, wie viele nice. Brauche ich vom gleichen? Du brauchst 4 vom gleichen für Shiny und dann 3 Shinies für Gold. Das heißt, du bräuchtest theoretisch, wenn du Gold machen wollen würdest, was schon ein bisschen viel wäre, bräuchtest du 12. Okay, das kriege ich erstmal noch nicht hin, aber ich habe genug Klicks, um die nächste Gegend zu schalten. Oh, ich sehe es. Lol, 3,17b. Ja, okay, dann kannst du erstmal in die Vulkane welche gehen. Vom Kalten ins Warme. Und jetzt, was du machen möchtest, hier unten links auf den regulären Autoklicker drücken. Oh, yes. Der gibt mir trotzdem immer noch 65 Millionen die Sekunde. Also das ist nicht schlecht. Das ist annehmbar. Okay, ich habe genug, um dieses Eck zu öffnen. Öffne es einfach mal, ne? Okay, ich glaube, die Pets waren aber nicht so gut. Oh, warte, wie viele Gems hast du? 34.000. Du brauchst 150.000 für das nächste Pet. Aber nur 25.000 für den 1.000er Rebuff-Button, damit du nochmal schon mal einen Increase von mal 4 Rebuffs hast. Habe ich mir gerade gegönnt. Sehr nice. Okay, also das Tierchen, was ich bekommen habe, das ist nicht schlecht. Es ist gewöhnlich gewesen. Ich habe das Magma-Kätzchen bekommen. Das hat 180. Hm. Also es ist immer noch besser als zum Beispiel der Pinguin aus dem letzten, wo der ja schon selten war oder ähnliches. Aber er kommt halt nicht an die Frostdrachen und den Pegasus ran. Ich glaube, die Rares dann auch nicht. Das heißt, du müsstest vielleicht nur auf die Epics gehen und die Legendaries. Ich glaube, das wäre das Einzige, was du dann in dem Eck machen könntest. Ja, ich meine, ich habe 3 Pets um mich herum schwirren, die alle die leuchtenden Rainbow-Fragezeichen über dem Kopf haben. Also, ja, Legendary, der ist stark. Ja. Und theoretisch, wenn du sie sogar Rainbow machst, kannst du sogar einen weiteren Pet Eclipse bekommen. Oh, ich habe mich schon gefragt. Das kriegst du irgendwie ab 29 Rainbow-Pets und das ist schon ziemlich viel. 21, irgendwie sowas. Außerdem kriegst du noch einen weiteren Pet Eclipse-Slot, wenn du irgendwie über 100 Pets sammelst, was auch ein bisschen ist. Ja, ich meine, ich will ja auch starke Pets haben und nicht einfach nur das billigste Spam. Ja, natürlich. Mal gucken, was kriegst du jetzt aus dem Eck? Selten. Okay, wie gut ist der? Immer noch um einiges schlechter. Also der hat 194 und mein schlechtestes von denen, die ich gerade ausgerüstet habe, hat 556. Ich hätte schon gedacht, dass er mindestens 200 hätte, ehrlich gesagt. Mm-mm. Das heißt, die kannst du eigentlich theoretisch autodeten. Also wirklich, du kannst ja wirklich autodeten, leider. Die Rares und die Commons. Vielleicht überzeugen ja die Epics, wer weiß. Vielleicht kriegst du ja gleich einen Epic und der überzeugt dann. Ich habe den Magma-Fusionsdrachen bekommen. Einer der mit den 3 Fragezeichen. Warte, ist der dünn oder fett? Also hat er Hörner oder hat er Haare? Der dünne. Okay, das heißt der 9,4%ige für mich. Wie viel Damage hat er? 952. Fast doppelt so viel. Ja. Das ist nämlich Gönnung. Ich glaube, Triple Luck Event ballert Beast gerade rein. Aber richtig. Und noch Friends Boost 10%. Ich habe den Manta Phoenix bekommen. Victor, ich habe den Manta Phoenix bekommen. Ich glaube, der hatte über 1000. Ich glaube, der hatte irgendwie 1400, 2K. Oder? 2K sogar. Jawohl. Oh, warte, ich glaube. Warte. Wie viele Gems brauchte ich nochmal? 150k. Ich habe jetzt 94. Und 100k für den nächsten Rebirth-Button. Okay, also ich habe jetzt 100k. Meinst du, ich nehme den Rebirth-Button oder spar auf das Pet? Das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Ich würde am liebsten das Pet kaufen, um zu gucken, wie gut das Pet ist. Aber ich habe schon zweimal gekauft. Ja, geh einfach aufs Pet, ist egal. Ja, das geht ja relativ schnell. Gerade auch den Lavadrachen. Wie gut ist der? 1,86. Ist gar nicht immer so gut. Ich hätte wirklich so 5k, ehrlich gesagt, jetzt erwartet. Also ich meine, er ist immer noch besser als das, was ich davor hatte. Deswegen ist das halt trotzdem schon praktisch. Ja, praktisch sowieso. Aber ich glaube, es lohnt sich tatsächlich mehr, das Eck hier zu öffnen, ne? Du kannst ja hier kurz hingehen und gucken, wie viel Prozent du halt hast, um die zu hatchen, diese Pets, die guten Pets. Also die beiden Legendaries eigentlich nur. 6,3 und 4,2. Das ist ja voll hoch. Und das musst du mal 3 rechnen, glaube ich. Ich glaube, das ist doch nicht mal da, deswegen. Ich meine, ich könnte automatisch das Öffnen anmachen, eigentlich. Ja, mach mal ein bisschen, ne? Vielleicht kriegst du ja gleich was Gutes. Also noch ein paar weitere Legendaries. Ein paar weitere von dem guten Legendary vor allem. Und wenn nicht, kannst du vielleicht sogar den schlechteren Shiny machen. Episch? Nochmal episch? Kannst du, glaube ich, sogar wegwerfen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, episch kannst du nicht höher craften als Shiny. Könntest du dir mal ein Gold machen, dann könntest du ihn sogar bald nehmen. Ich glaube, den kannst du nicht höher machen als Shiny. Ja, also bis jetzt sind ein paar epische, ein paar gewöhnliche, selten. Ich meine, immerhin sammelst du ja nebenbei noch ein bisschen Pet Collection dadurch, ne? Musst du ja sowieso früher oder später für den extra Pet Equipped Slot. Ich meine, schadet ja nicht. Und ich klicke nebenbei. Ja, stimmt, du klickst noch nebenbei für die nächste Area. Ich meine, bis jetzt hatte ich noch nicht wieder Glück, aber das war eben schon heftig, dass ich erst das eine mit den, also das eine Legendary und dann das andere Legendary auch noch bekommen habe. Das war wirklich wild. Halt, also wirklich, wie viel Glück du heute hast. Es ist wirklich krass. Ja, ich glaube, selbst ich habe nie so solches Glück gehabt. Was hast du jetzt in der Zeit ein Legendary gehatcht? Ich glaube nicht, ne? Nein, habe ich leider nicht. Mies. So, also du sagst, ich kann einfach welche von den ganz, ganz schlechten einfach schon mal löschen. Ja, ja. Du kannst auch beim Eck, wenn du hingehst, einfach kurz auf die draufdrücken, auf die Icons, also auf alle außer den Legendaries. Kurz draufdrücken, damit die auch deleted werden. Und es gibt ein Feature, mit dem du sogar einfacher deleten kannst, nämlich unten rechts den Mülleimer. Kannst einfach draufdrücken, dann kurz nochmal auf den Mülleimer und dann akzeptieren. Dann werden alle Pets gelöscht, die du draufgeklickt hast. Ah, dann mache ich das mal eben.
dann lösche ich jetzt einfach alle, die halt nicht die Kacke sind. Also alle, die ich gerade nicht ausgerüstet habe. Mhm. Aber die Legendaries kannst du theoretisch sogar behalten, wenn du möchtest. Okay, ja, die behalte ich aber mal. Das haben wir. Warte, wir haben noch nicht nachgeguckt, wie viel ich brauche, um in die nächste Area zu kommen. Stimmt eigentlich, ne? Warte. Schauen wir erstmal nach. Ich würde aber sowas schätzen wie zum Beispiel, sagen wir 7 Milliarden. Ne, nicht 7 Milliarden. Sagen wir 70 Milliarden. Das ist mein Guess. 105 B. Ein bisschen mehr, als ich dachte. Gut, dann haben wir erst noch ein paar Coins zusammen eröffnet, währenddessen einfach noch ein paar Vitex. Welche Case wie gesagt, gleich nochmal. Ein paar Legendaries. Oder ein paar Manta Phoenix. Wenn ich noch einmal ein K Wiedergeburten mache, dann habe ich auch genug, um mir das zweite bei dem Dude zu kaufen. Ist das nicht sogar schlechter als der Fusionssache oder bin ich lost? Nee, also das Beste ist der Manta Phoenix. Dann kommt das, was der Dude mir sellt. Und dann der Lava-Drache. Der Dünne. Ja, ja, ja. Gut, dann war ich lost. Ich sammle jetzt einfach 150 B zusammen, wenn das du für Stacks. Ich meine, so viel zahlst du ja für die Ex nicht. So, ich habe schon 140. Also gleich haben wir genug. Okay, ich habe theoretisch genug für die nächste Area. Dann gehen wir erstmal in die nächste Area, würde ich sagen. Ne? So, let's go. Da, was ist das für die, für eine Area? Ach, die Pirateninsel. Deswegen die weiße Flagge. Jetzt check ich's erst. So, aber Emily, ich hab dich, ich hab dich ausgetrickst, okay? Ich wollte nur, dass du Ex öffnest, damit ich dich antrainen kann. Oh, hier kriegst du erstmal 3 OP-Pads. Let's go. So, let's go, Mann. Jetzt brauchst du auch keine dummen Ex mehr öffnen. 271.000 Rebirths habe ich gerade geschenkt bekommen. Nice. Victor? Ja? Ich habe jetzt 2.71 QA-Diamanten-Gems. Nice. Ich glaube, du kannst dir jetzt mit deinen 15 DD ein paar Regionen verkaufen, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ja, und ich habe auch vergessen, die Doppelsprünge zu kaufen. Ah, die brauchst du nicht, ist egal. Okay, also ich soll in die nächste Region rein. Jojo, einfach in die nächste Region reingehen und mal gucken, ne? So, warte ich. Hier erstmal in die Space-Insel. Du kannst auch gerne deine Meinung zu der Region sagen. Denn ich muss dich leider enttäuschen, die Regionen werden, desto weiter wir kommen, desto schlechter werden die sozusagen. Deswegen genießt es noch, solange es noch okay ist. Ist ja akzeptabel. Das ist eigentlich, es ist ganz schön eigentlich. Ganz schick. Ja, doch, doch, doch. Er hat immer was gemacht. Der Mond ist auch gut gemacht. Also, ich meine, es ist wahrscheinlich für mich ein Bild vom Mond, nur halt so anders abgeändert. Aber ja, das ja. Ich dachte, du meinst den Mond hier oben. Das hier. Das ist überhaupt der Mond oder ist das ein Planet? Ich weiß nicht. Ja, was ist das für ein Planet hier, auf dem ich gerade drauf stehe? Wo stehst dieser du? Grau. In der Nähe. Nimm die Erde. Kann ich eigentlich runterfallen? Du kannst runterfallen, aber dann fliegst du 1000 Meter einfach nur. Also kannst du nicht sterben oder so. Ja, was ist das? Ist es ein Planet? Ich würde sagen, ja. Das sieht einfach aus wie die Erde, nur ohne Wasser. Aber ich meine, so sieht der braune hier drüben auch aus und der rote irgendwie auch, also. Ja, ja. Ey, der rote leuchtet aber. Und ist durchsichtig, sehe ich gerade. Gut, nächste Area. Neue Area, neues Glück. Oder du kaufst natürlich einen Rebirth-Button, wenn es geht. Das wäre wild. Habe ich gerade. Habe ich. Ja, wichtig. Emily wird gerade langsam zum Profi, merke ich. Aber richtig. Gut, aber ab zur Pilzinsel. Hier oben. Hast du erstmal den ersten Portal hier oben. Ab zur Pilzinsel. Okay, okay. Okay, die hat auch noch was. Ja, die gefällt mir wirklich sehr. Aber das ist schon mal die Insel, wo es langsam anfängt, lieblos zu werden. Wenn du auf die Insel hier draußen stehst, warte, vergiss es doch nicht. Es ist doch nicht, wo es anfängt. Es fängt später an. Weil später fängt es einfach an, dass die Inseln außenrum kacke aussehen. Einfach alles nur sozusagen Copy-Paste so mäßig ist. Das Eck gefällt mir, merke ich gerade. Lol, das sieht fresh aus. Das Eck hier. Oh ja, doch, doch, doch. Okay, das ist wirklich cute. Ja, das ist wirklich cool. Das gefällt mir. Nächste Area, würdest du sagen? Ja. Dann aber ab zur Candy Island. Candy Island. Bist du hier in der Candy Island? Ich muss sagen, mir fällt gerade so auf, die ist besser als die in Pets oder X. Stimmt. Weil hier gibt es ja diese Zuckerwatze und die sieht aus wie, so wie Bäume. Die fungiert halt als Bäume. Sehr schlau gemacht. Finde ich auch. Und auch mit den Marshmallows im Schicht auf dem Boden und so. Ist auf jeden Fall ein bisschen gefüllter. Das einzige Problem, was ich halt sehe, ist halt, dass es halt so Low Graphics ist, so mäßig. Ja. Yeah. Das könnte so eine Mobile Game sein. So, hatte die nächste Region, Unterwasserwelt oder so, keine Ahnung. Atlantis, okay, Atlantis sind wir jetzt. Und da sehen wir ein random römisches Schiff hier. Oder ist das römische Schiff? Ich glaube, ne? Oder Wikinger? Stimmt, Wikinger waren's. Du hast recht. Wikinger waren's. Aber gibt's auch wieder zwei Sorten von Eggs jetzt. Herstellung. Oh, okay. Hier kann man sogar Haustiere schon herstellen. Du kannst hier Haustiere craften, also den Legendary aus diesem Eck hier, kannst du zu einem Crafted Legendary craften. Bedeutet einfach nur, der ist stärker. Das ist das gleiche Pet, nur stärker und mit bisschen andere Grafik, sag ich mal. Okay. Aber das heißt, es ist wieder Zeit für die nächste Region. Natürlich. Da haben wir jetzt nächstes nochmal... Strand? Ich glaube, ne? Nee, tropische. Okay. Doch, die gefällt mir auch. Ich glaube, ab dieser Region fängt es an, lieblos zu werden, das Spiel. Wo einfach nur Wolken hinzugefügt werden, wenn man hochspringen möchte. Ja, nein, ich kann jetzt... Nein, du kannst versuchen, hochzuspringen, du siehst halt nur Wolken, ne? Ich sehe... Oh, da oben ist ein Gesperrt. Ein Gesperrt? Ja, das ist die nächste Welt. Das ist die nächste Region, zu der wir uns jetzt einfach hinkaufen werden. So, aber ab zur Honiginsel. Und hier gibt es etwas Cooles, nämlich hier oben gibt es die zweite Knickskiste, die du erstmal gönnen kannst. So. Das kann mir auch erstmal gönnen. Ja, ansonsten, die Area ist auch ganz cool eigentlich, ne? Doch, kann man sich geben. Ja, du siehst halt sogar den Honig an diesen Bäumen sozusagen. Also nicht Bäume, die Sachen, die Bäume sein sollen.
ja. Doch, stimmt, die haben auch so eine leicht durchsichtige Schicht. Mhm. Sieht zwar sehr komisch aus irgendwie, aber na, hat was. Was ist das? Regenbogenhaustiere. Ja, hier kannst du als erstes sogar Rainbow machen. Da kannst du deine Pets reinmachen, die Gold sind. Und kannst dann je nachdem, wie lange warten, je nachdem, wie viel du halt reinwirfst, kannst dann je nachdem lange warten oder wenig warten, um halt ein Pet Rainbow zu machen. Ich glaube, das Wenigste, was du warten musst, sind 5 Stunden. Ja, das ist ja wirklich nicht so lange. Na, nicht wirklich. So, okay, nächste Region. Ich hänge fest. Du hängst fest, nice. So, das ist jetzt erstmal die letzte Region. Das ist jetzt erstmal die letzte Region von der Spawn-Welt. Nämlich die Galaxy Island. Ich meine, sie ist so ein kleines bisschen wie die, die wir schon hatten. Aber sie ist ein bisschen voller. Ja, kann ich unterschreiben. Und ich mag, wie das Eck hier aussieht. Außerdem, ich glaube, das ist die erste Region, die einen World Boost hat. Das heißt, du kriegst 250 mal mehr Klicks hier auf dieser Region als ganz unten zum Beispiel. Ah, okay. Oh, ein Astrohäschen. Astrohäschen? Astrohäschen. Galaktischer Schock. Ja, ich sehe es gerade. Es gibt sogar ein Astro-Bunny. Ein Astro-Kätzchen. Oh. Warte, da ist ein Alien. Ja, das sind sehr viele Aliens. Irgendwie ist mir das überhaupt gerade nicht aufgefallen. Ach, das meinst du? Ich dachte, das ist das Egg. Nein. Ich meine den Typen, der hier rumsteht. Die bei dieser Crafted Station hat sogar hier so einen Astronautenkopf-Helm auf. Stimmt. Ich meine, wenn sie im Space ist, dann sollte sie das auch machen. Sonst explodiert ich immer. Ich meine, wir stehen hier ohne irgendwas. Aber ich bin auch ein Football. Ich bin einfach Stewie Griffin. Okay, nächste Region? Nächste Region, beziehungsweise nächste Welt. Ich weiß aber nicht, ob du nächste Welt kaufen kannst, weil... Oh, doch, kannst du, vergiss es. Ich wollte gerade sagen. Hier da oben nämlich. In die Handel. Nein, anders. Hinter dir. Hier hoch. Hier oben kannst du nämlich erstmal dich zur Tech-Welt kaufen. Mich hat gerade ein UFO abgeholt. Ja, und dich erstmal zur Tech-Welt gebracht. Ja. So, und hier kannst du erstmal die Tech-Welt-Kiste abholen, wenn du möchtest. Ja, immer. Und spätestens jetzt sollst du eigentlich genug Coins haben, um erstmal die nächsten Areas freizukaufen. Also die sich hier eigentlich. Es sind aber auch nicht so viele Areas hier in dieser Welt. Ich glaube, das sind 7, ne? 2, 4, 6, 7. Ja, Tatsache. Also nee, doch, das sind 7. Vergiss es. Ich bin doch nicht was. Hier ganz viele Roboterarme. Ja, die Roboter erinnert. Mir gefällt die nicht. Ja, ich meine, sie haben es versucht, aber... Ja, kann, ich bin halt so R2DPO. Wie hieß der nochmal? R2D2, genau. R2D2 will ich sehen. Und ich habe hier langen Roboterarme in verschiedenen Farben. Ich würde mal sagen, nächste Area, oder was meinst du? Nächste Area. Nächste Area. Oh, was ist die nächste Area? Die nächste Area ist... Was ist es? Keine Ahnung. Ach, chemisch. Ach so, der. Ich habe mich gerade gefragt, was das ist. Der sah aus wie so eine Batterie. Ja, die Area ist auch kacke, sage ich so, wie es ist. Kann ich da rein? Zählt da irgendwas rein? Ich stehe einfach drauf. Ich glaube nicht. Nein, ich stehe einfach drauf. Nice. Ja, die Area gefällt mir auch nicht. Das heißt, es ist die nächste Zeit für die nächste. Wenn sie uns nicht gefällt, dann gehen wir wieder. Die arme Area, hallo? Hätte sie besser sein müssen. Gut. Ja, muss halt sein. Dann gehen wir rüber zur Steampunk Island. Die ist wieder cool. Die gefällt mir wieder. Okay, ja, doch. Die ist wieder hübsch. Mhm. Ich mag das Farbkonzept mit den Bäumen in unterschiedlichen Farben, aber das ist halt so, die gleiche Farbe ist, aber halt nicht ganz. Ja, nur halt andere. Ja. Das sieht auch fresh aus. Vor allem die Ecks sehen auch wieder cool. Das ist wieder so ein cooles Eck hier, ne? Aber so eine Steampunk, was weiß ich, denke, wo drin einfach so ein Ei drin ist. Das ist wieder cool. Das hat auf jeden Fall auch wieder was, das stimmt. Was ich aber schade finde, dass die NPCs halt nicht Steampunk angezogen sind. Das finde ich schade. Das hätten sie wirklich noch gut implementieren können. Das wäre auch noch cool gewesen. Gut, ab zur nächsten Area. Dann habe ich hier nochmal die, ich glaube, irgendwas mit Aliens wahrscheinlich. Die holographische Insel. Ja, die ist auch kacke. Ich finde das irgendwie zu hell. Weißt du, was ich meine? Also nicht zu hell, aber du weißt, was ich meine, oder? Genug Klicks, um Bildsprünge zu kaufen. Die wird arm. Ja, deswegen musst du langsam ein paar Rebirths sammeln. Kommst du ja mal ein bisschen Rebirth-Button? Ja, ich kaufe schon immer die besten, die ich kann. Wichtig. So, okay, dann gibt es hier nochmal die nächste Region. Das war die Instrumente. Oder Musikinsel. Ja, Musikinsel. Die war wiederum wieder cool. Die hat mir gefallen. Oh mein Gott, ich habe nicht genug Klicks. Was? Ich habe nicht genug Klicks. Oh mein Gott, du bist arm. Ich bin arm. Du musst Rebirth sammeln, Emily. Du musst Rebirth sammeln. Das ist so traurig. Ich mach schon, okay? Warte, ein kleiner Tipp. Einfach zur holographischen Insel, denn dort ist dein Boost nochmal bei 6,5 Millionen. Also, jetzt einfach zur holographischen Insel gehen können und dort die Rebirth sammeln können, weil dort ist dein Boost nochmal viel, viel höher. Aber jetzt ist er hier auch höher? Hier ist er mal 300, also nochmal 50 Mal, glaube ich, höher als auf der letzten Insel. Aber was hältst du von dieser Insel? Irgendwie sehen die Bäume aus wie Entchen. Weißt du, so wie Gummienten? Ja, ich sehe es gerade auch. Oh, wow. Schaut dir nochmal dieses Video an und natürlich meine Klickersummatoren-Playlist an.